Hello, hello, hello. Heute gucken wir mal wieder in Coral Island rein. Und ja. Mehr gibt's da eigentlich nichts zu sagen. Ich will wieder ordentlich in die Mine, in den Ozean und. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch weiteres Farmgebiet anbauen. Also das, denke ich mal, werden wir als erstes machen. Weil man sieht ja oben links, was wir so vor uns haben. Und wir werden dann so ein paar Sachen kaufen. Und hier dann ordentlich was anpflanzen. Ich glaube, ich mache aber nicht zu viel, weil wir hier dann auf jeden Fall vielleicht als erstes erstmal wieder in der Mine unterwegs sein sollten. Und ich muss gleich mal prüfen, welchen Tag wir haben. Weil die Geburtstage anstehen. So, wir haben Montag, den 15. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Lala. Oh mein Gott, so. So, heute ist kein Geburtstag dran. Das ist schon mal sehr gut. Spitzhacke nehmen wir auch mit, nehmen wir noch mit, den können wir einladen. Und dann holen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Holz. Damit wir eine weitere Truhe bauen können. Und Lala, wie geht's dir? Das. Nice. Das ist der abgestürzte. Irgendwas abgestürztes auf jeden Fall. Da kriegen wir ordentlich Schrott raus. Und Batterien. Nice. Die können wir auf jeden Fall für spätere Sachen gebrauchen. So, aber dadurch, dass wir das jetzt bekommen haben, kann ich eigentlich. Ah, ich brauche noch mehr Holz. Okay. Dann holen wir eben Holz. Scheiße, ich bekomme die Wohnung nicht. Das ist kacke. Und sehr schade. Hast du da noch Alternativen? Ah. Das ist echt kacke. Wo haben wir? Oh oh.
Naja, das ist aber leider relativ normal mit dem. Wie heißt es gleich noch? Mit dem Gehaltssachen. Also das kenne ich aber auch. Ja, jetzt müssen wir hier erstmal ausharren. Toll. Oh, ich habe einen bessere Qualität auf jeden Fall. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, aber bei mir innerlich kann man nur sagen, ist die Regel, ich gebe nicht mehr aus als ein Viertel meines Gehaltes für eine Wohnung. Das hat bis jetzt immer sehr gut hingehauen. Aber ja, das mit den Wohnungen ist eh kacke und dann ist es auch noch nicht mal so eine hochwertige Wohnung, wenn man das auch noch befolgt. Ja, das ist halt... Ich kann es dir nicht sagen und es kommt halt immer auf den Vermieter drauf an. Aber ja, ich habe bei mir auch ewig und drei Tage gesucht, bis ich eine vernünftige Wohnung hatte. Ach, das ist doch kacke. Ich steck fest. So ein Kack. Ah, gleich sind wir frei. Ach, Gott sei Dank. Ach, 10 Seetang, okay.
Dann gehen wir mal eben noch ganz kurz in die Mine rein und holen Kupfer. Damit wir unsere Sachen einmal komplett upgraden können. Jo, und wir brauchen die Treppe nach unten. So, und wieder ein Treppchen nach unten. Oh, eine Geode. Nice. Können wir die noch opfern? Nee. Schon was zu futtern. Oh, eine Erdessenz. Ah. So. Ich will nicht nur mit 6 Erz rausgehen, das ist einfach. So, es ist 19 Uhr. Und wir können runter. Erz. Noch einen nach unten. So. Und wieder einen Regenwurm platt gemacht und Erze holen.
muss man sich echt mal überlegen, ob man neue Rezepte macht. Für Essen und so weiter, damit man mehr Energie bekommt. Oh, und wir können morgen wie heißt es gleich noch? Diese Bronzetränke, Bronzeseetang mal einreichen. Ah. So, und jetzt dürfen wir nach oben fahren können, ne? Ja. Der Temporing. So, ja. So, was ist das? Oh. Grüße, Dickhock. Hallo, Jungspund. Mir ist aufgefallen, dass der Aufzug für den Erdschacht jetzt bis Level 10 fährt. Ich weiß, das ist dein Werk. Dass du dich würdig erwiesen hast, besiege 30 Monster und komm in unseren Gildenraum vorbei, wenn du fertig bist. Das ist deine Aufnahmeprüfung. Es ist mein Haus. Okay, wir sollen 30 Monster töten. In den Minen. Ein Brennofen, nice. Oh. Wettervorhersage. Morgen wird's sonnig. Oh. Aber heute regnet's. Nice. So. Heute haben wir den 16. 16. hat auch keiner Geburtstag. Okay. Dann können wir weitermachen. Oh, Karotten sind fertig. Ah, okay. Oh. So. Bronzeerz. Erhöht Sprinttempo. Das ist einer der wichtigsten Skills. Und wir sind schneller. Das ist schon mal schön. Aber ich könnte bei Regenwetter noch mal gucken, ob ich irgendwo in der Umgebung Käfer finde.
haben die überhaupt offen heute? Ja. 8 bis 9. Nee, von 9. Den kann man verkaufen. Wie war das nochmal? Braucht man die spezielle Spitzhacke? Ah, ja. Ja, dann... Gehen wir eben beim Schmied rein und öffnen Koffer und Geode. So. Schneekugel. Granit. Werkzeug aufwerten. Wir brauchen 20 Holz, okay. Oder machen wir als erstes die... Ich glaube, wir machen als erstes die Spitzhacke, damit wir effizienter Erze holen können. Also holen wir eben... Oh, noch ein bisschen was. Ach verdammt, ich hätte noch bei Sam anhalten können. Bei Ling auch noch, also holen wir ein bisschen Holz. Gänseblümchen. So. Ich hoffe, das kostet nur nicht so viel mit dem Upgraden.
1500. Okay. So, dann gucken wir noch mal bei Ling, wie teuer das ist. So, einkaufen. Nee. Protokollquali 2000. Verdammt. Okay, also laden wir jetzt alles ab. Verkaufen ein paar Sachen und gehen dann straight up ins Unterwasserwäldchen. Und morgen können wir dann die Spitzhacke ab. Ach ne, wir müssen hier noch das alles fertig machen. Okay. Den können wir jetzt ins Wasser gehen. Tauchen. Okay, dann können wir hier unten hin und schalten die ganze noch frei. Pom-Pom-Krabbe. Okay, dafür brauchen wir zwei. Oh, da ist ein Seeigel.
So, dann... kicken wir hier mal. Alter, kann ich jetzt mal dieses Sonnenblumen-Ding kommen? Sonnenblumen, Sonnenkern meine ich. Jetzt ist der hier, ne? Nee, aber ich kriege eine Truhe, das ist schon mal schön. Alter. Oh.
So, schnell ins Haierbettchen. Ich habe gut was freigeschaltet. So, die können wir alle knacken und die können wir noch abgeben. Richtig geil. Recyclingmaschine, nice. Und 1500. Cool. So. Sprössling, sieht aus, als wärst du jetzt bereit dafür. Hier ist der Basissprinkler. Platziere ihn auf dem Feld und erwässert einige Feldfrüchte. Und das Beste daran, du kannst so viele davon fertigen, wie du willst. Vorausgesetzt, du hast die Materialien. Jeff Smith, Farmergilde. Nice. Aber der macht halt noch nicht viel. Okay, warte eben, das Wasser. Und dann müssen wir wieder hoch zur Schmiede. So, da ich jetzt die Muffins habe, es gleich 9 Uhr ist, damit sollte ich bei Ling reinkommen. So. Oh, ich habe ja ganz vergessen, dass ich Geburtstag habe. Danke. Und Muffin Game. Oh, ich habe ganz vergessen, dass ich... Ja, danke.
Oh, ich glaube, ich habe gar nicht so viel Geld, dass ich die geheimnisvollen Truhen öffnen kann überhaupt. Ich glaube, die kosten 50 pro Stück. Ha. Eine Spitzhacke in Kupfer. Dann können wir noch zwei Sachen opfern und dadurch sollten wir eigentlich noch was zusätzlich bekommen. Und dann sollten wir heute in die Mine, würde ich sagen. Ja. Weil dann können wir noch mal ein bisschen Kupfer holen, dass wir dann später die Sense upgraden können. Oh, Zapfhahn. Dicker, ich wollte dir dieses Rezept für einen Frühlingsfrittata schenken. Lass dich von den Namen nicht täuschen. Du kannst sie das ganze Jahr über machen, solange du die Zutaten hast. Nice. So. Können Bergbau haben wir freigeschaltet tauchen. Mehr Schatz finden. Und das. Aber wir sollten das Schwert mitnehmen. So, und weiter geht's ab in die Tiefen der Höhle. Stufe 10. Wir müssen nämlich noch Monster kloppen und Erze farmen. So. Oh, noch mehr Kohle. Hehe, so.
Nice. So. Jetzt wieder den Abgrund finden. Ah. Man muss sich erst einmal ein bisschen beschweren und dann geht's. Was ist hier unten? Hier ist echt nichts mehr an Erzen. Oh, bitte nicht. Mein Handy macht Töne. Legen wir das mal lieber zur Seite. Alter. Ah. Hier haben wir noch einen Gegner, den machen wir eben fertig. Yay. Alter. So, wir sollten gleich noch einen Brennofen bauen. Oh.
Oh, morgen wird's sonnig. Yay! Okay, also... Mehr Schaden, Chancen, mehr Schaden. Kann ich diese riesen Vogelscheuche bauen? CS Fleisch, Silbererz, okay. So, hat heute jemand Geburtstag? Heute ist... Nee, Marc hat Geburtstag. Er mag Shiitakes. Und Morals. Ja. Haben wir zwei Shiitake? So, und... Ach, verdammt, ich hätte Bronzeerz nehmen sollen. So. Wo es mag. Mag. Ah. So. Dann suchen wir jetzt mal Mark. Die Kocke, ich will jetzt ja nicht verschreien, aber ich glaube, dass dies das beste Geburtstagsgeschenk ist, das ich je bekommen habe. Es steht jedenfalls ziemlich hoch auf der Liste. Hm, nice. Ja. Okay, ja, super. Weiß ich nicht. Ich höre gerade mal rein. Ah, da sind so Vögel im Hintergrund. Ja, das sind Vögel. Es geht. Also die hört sich normal an wie Frühlingsvögel. So. Dann
gehen wir einmal wieder in die Mine. Ja, ich höre es ja auch. Ich konnte nur nichts anfangen mit, was am Quietschen ist. Kupferader. Oh, noch 6 Stück. Ja, das ist so gut. Also, das heißt ja, dein Arzt hatte recht und dein Gehör ist an sich nicht beeinträchtigt. Und des Lächelns. Sauber. Da kommen wir auch gleich mal rein. Ja, das hört sich irgendwie nach wie vor sehr komisch an. Ja, auf jeden Fall. Oh, Hammer des Schmieds. Dickock, wir haben dich erwartet. Du hast dich beim Sieg über die Monster gut gehalten. Komm, fangen wir mit der Aufnahme in die Gilde an. Was macht der Opa da oben? Und deswegen sollte man nie gegen Kira wetten, törichter Mark. Schon gut, ich lasse deine Münzen hier, Kira. Ich habe nicht erwartet, dass es mit der Hake geht. Bist du dir diesbezüglich noch immer sicher, Kira?
Die Hake hat mehr Monster erledigt, als du in deinem ersten Monat, Mark. Halt, also halt den Mund. Irgendwelche Einwände, bevor wir loslegen? Noch ein blutiger Anfänger. Ich habe noch nicht einmal diesem Bengel Mark zugestimmt. Und was ist das? Du hast einen Farmer, der auf Abenteuer macht. Mach was du willst, Kira. Es ist dein Ding. Danke, Geodan. Ich weiß das zu schätzen. Mark, bring mir das Schwert. Danke, mein Großer. Bist du bereit, Dekok? Dekok, möchtest du ein Mitglied dieser Gilde werden? Wir haben nur drei Regeln, an die du dich halten musst. Erstens, beschütze die Menschheit vor dem Übel dieser Welt. Zweitens, hilf denjenigen, die in Not sind, wenn es in deinen Kräften liegt. Und als letztes, begib dich mit einem Lächeln auf deinem Gesicht auf die Abenteuer. Da du jetzt die drei Regeln kennst, schwörst du dem buntes Lächeln ewige Treue, dann heiße ich dich im buntes Lächeln willkommen. Du bist jetzt einer von uns. Dass man nicht ablehnen kann. Frisches Fleisch, das ist überhaupt das beste Fleisch. Eines Tages werden wir beide gegeneinander antreten, am besten in einem anderen Kapitel, vielleicht dort, wo Sanja und ich herkommen. Es ist beschlossen, dass du uns irgendwann besuchen wirst. Haha, genug geplaudert. Häng dieses Schwert wieder über den Kamin, es ist eine Dekoration. Bossabzeichen. Oha. Du kannst Aufträge abschließen. Hier kann ich Sachen kaufen. Schwerter und so weiter. Und hier... zwei Schleime. Müssen wir Schleime küssen. Terratech World? War das nicht das, was Manni und ich uns angeguckt hatten? Okay. Oh. Ups. So. Aber du...
Und wie findest du Terratech? Bis auf, dass es ein geiles Game ist. Oh, Erdgeode, das ist super. Oh, Schleim. Ich sollte 2 töten. 1. Und ich brauch's. Nice. Kann ich einen Brennofen bauen? Okay, dann können wir wieder zurück und einen nach unten. Dann können wir vielleicht noch zu Kara gehen. Okay, ab zurück und dann gucken, ob wir noch zu Kara. Haben wir Kara noch irgendwo? Okay. Dann ab nach unten. So. Danke. Nice. 300 dazu. Oh, da können wir unsere Truhen auseinandernehmen. So, wir hatten als nächstes Geburtstag. Am 20. hat Walter Geburtstag. So. Okay, die ganzen habe ich jetzt. Die kann ich gleich nämlich aufdröbeln. Cool.
Wie ist denn das Wetter morgen? Sonnig, oh schade. So, mal super. So, und wir könnten heute, glaube ich, nochmal Bäume kloppen, damit wir zum einen Kohle herstellen können. Und zum anderen will ich die Samen haben. Deswegen lassen wir wahrscheinlich die Stümpfe einfach stehen. Nö, der hat sich noch nicht gemeldet. Warum? Der kann auch voll hart im No Man's Sky Fieber sein. Kann im No Man's Sky Fieber sein. Weil das hat ja ein Update bekommen. Oh. Ich kann alles fertig machen, sauber. Gucken wir mal, ob wir ein vollständiges Tempelopfer bekommen. Öffnen. Nice. Dann bringen wir das alles jetzt runter zum... Ah, okay. Und wie findest du es? Also das Update und alles. Nice. Also hat sich das Update richtig gelohnt.
Du hast es geschafft. Trink das, um meinen Segen zu erhalten. Jetzt kannst du meine Schreine benutzen und frei zwischen ihnen reisen. Okay. Irgendeinen fragwürdigen Schnaps führen wir uns ein. Göttlicher Segen, schaltet die Fähigkeit frei, Teleportschreine zu verwenden. Nice. Okay, die sind noch nicht frei, die sind auch noch nicht frei. Der Anblick der Insel erfüllt mich mit Ehrfurcht und Staunen, denn ich kann spüren, wie sie allmählich heilt. Hm, nice. Hi. Okay. Aber jetzt können wir teleporten. Ah, oh, wir können zum Pier. Nice. Ich habe nicht viel gesehen, aber die Raumschlacht und die Effekte der Hammer und die Raumstation, viel mehr Details. Nice. Oh, du bist es, Dekok. Warum wirfst du Steine ins Meer? Weil ich möchte. Das haben wir früher immer gemacht. Es war ein kleiner Wettbewerb am Ende unserer Ausflüge. Sie hat einmal zu mir gesagt, dass sie es zu schätzen weiß, dass ich mich nicht zurückhalte. Das wäre erfrischend für sie. Nun genug in Erinnerung geschwelgt. Tschüss, Dekok. Ein Foto. Du solltest Jim das Foto zurückgeben. Ja, würde ich jetzt auf jeden Fall auch empfehlen. Keine Frage. Ja, 1000 Euro mehr war mir zu viel. Zu heftig. Ja, also kann ich auf jeden Fall verstehen. Ja. Oh, danke, dass du mir das zurückgibst, Dekok. Dieses Bild ist etwas, das ich immer bei mir habe. Nochmals danke. Ja, kann ich vollkommen verstehen. Oh, ich habe die Sense vergessen.
Also ich bin bis jetzt auch noch zufrieden mit meiner Kampfmaschine, aber die neue Grafikkarte wäre doch nett. Und neue Festplatten. Sonst ist die eigentlich mega. Nee, so viel Arbeitsspeicher brauche ich dann doch nicht. 128 GB, was willst du denn damit? Parallel das Betriebssystem drauflaufen lassen? Vielleicht. Nee, also was bei mir auf jeden Fall irgendwann definitiv ansteht, ist das eher weniger. Wie gesagt, erstmal neue Platten einbauen und ja. Und 7.395 Programme nebenbei laufen lassen. Nee. Bis später. So. Ja, ich habe leider nur 3600. Aber das ist noch in Ordnung. Bis später.
So, wie wird denn das Wetter morgen? Aus Vertretenen, nice. Oh mein Gott. Morgen sucht die Stadt nach Freiwilligen, die beim Baumpflanzfest dabei sein wollen. Wenn du dich freiwillig meldest, dann komm doch zwischen 8 und 14 Uhr bei uns vorbei. Wir treffen uns im Wald gleich hinter deiner Farm. Sobald wir genug Freiwillige haben, beginnen wir mit dem Baumpflanzfest. Wir können die Hilfe eines Farmers wie dir bestimmt gebrauchen. Nice. Gucken wir mal, was wir davon loswerden. Frühling. Steckrüben. Zuckerrohrsamen. Nice. Oh. So, ich glaube, Walter hatte Geburtstag. So, was können wir denn? Carrot, Sweet Potato und Daisies können wir ihm schenken. Pion, okay. Dann nehmen wir die. So, wo ist Mark? Nee, Walter. Okay, da ist er. Da ist er ja schon. Der Pfingstrose geben. Oh. Dann nehmen wir doch eher Daisy. Jo, dann haben wir das erledigt. So, und dann gucken wir noch mal bei Sam vorbei.
Und gucken mal. Dann pflanzen wir die an. Dann gehen wir unter das Meer. Oh, ich habe was vergessen. Tauchen. Sauber. Ich glaube, wenn wir hier dann die 20 haben. So. Oh. Pompon. Nice, den kann ich opfern. Yes. Oh, und ich muss... Salz holen. Seepilz. Schön. So.
So, wie können wir das am geschicktesten machen? Ich glaube, ich könnte dann nochmal an die Oberfläche. So. Aber ich muss sagen, ich freue mich schon auf morgen. Da spielen wir mit Manni zusammen Planet Crofter. Und das wird bestimmt auch mega spaßig. So, damit müsste ich eigentlich jetzt hier alles freigeschaltet haben. Höhle Papu, Höhle Sipu. Nice. Und wir haben die Seekreatur freigegeben. Hallo. Und du verstehst nicht, was sie sagt. Heile den Ozean. Große Ölverschmierte. So, müssen wir jetzt hier hoch? Oh ja. Nice. Oh. Wie viel habe ich denn jetzt? 3. Und wir müssen auf jeden Fall als nächstes unsere Sichel upgraden. Natürlich wäre super, hätten wir... wie heißt es gleich noch? Irgendein anderes Nahrungsmittel. So. Weil damit könnten wir auf jeden Fall besser vorankommen als mit diesen Zuckersachen. Voll. Genabte Austern. Eichenmuschel. Kann ich die opfern? Nee. Also bis jetzt kann ich hier nichts opfern. Oh, Salz. Den noch. Oh, der will hier lang, okay.
Und wieder ab nach oben. So, und dann von hier aus zum... Hey. Einmal zur Farm. So, und dann können wir einmal wieder zum Seetempel und Sachen opfern. Oh, das hat sich jetzt auch freigeschaltet. Ozeantierchen. Ozeansachen. Und das hier ist Scheunentiere, Hühnerstall, einfaches Kochen, einfaches Handwerk. Fruchtpflanzen, Monsterbeute. Okay. Farm. Walter. Oh. Jetzt wird das... nice. Willkommen zurück. Wie geht es dir, Liebes? Ich habe gehört, Coral Island ist um diese Jahreszeit wunderschön. Opa, Ashley und ich vermissen dich sehr. PS, ich habe etwas Geld beigelegt. Es ist nicht viel, aber wir hoffen, es hilft. Nice. Dann werden wir jetzt das Baumfestival machen.
Guten Morgen, Leute. Schön, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Besonders schön, dich hier zu sehen, Dickhock. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Und seht euch diese Beteiligung an. Es sieht so aus, als hätten wir genug Freiwillige. Packen wir es an, Leute. Ich erzähle euch noch mehr Einzelheiten, wenn wir in Purvo Woods sind. Sind alle bereit? Los geht's. Wir sind in Purvo Woods, alles was davon übrig ist. Illegale Abholzung hat hier ernsthafte Schäden angerichtet. Aber das wird sich bald ändern. Der Gouverneur hat die Zuständigkeit für Purvo Woods an Starlet Town übertragen und so führen wir in diesem Jahr diese zeitlich begrenzte Veranstaltung durch. Wir werden Purvo Woods komplett neu aufforsten, also gehen wir an und pflanzen ein paar Bäume. Tree Planting Festival. Hallo. Nein. Einmal mit allen quatschen. Aber das lese ich jetzt nicht vor, das ist ja anstrengend. So. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, bald haben wir alle durch. Ja, legen wir los. Ja. Oha.
Oh, wir verbrauchen keine Ausdauer. Nice. Ja, also machen wir jetzt hier einmal komplett sauber. So, und nächste Ebene. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal alles mit Holz. Okay. Ha, fertig. So. So, so und so. Damit. Ich glaube, das ist jetzt der letzte Schritt. Das sind richtig, richtig nice Events, die hier umgesetzt worden sind. Die machen richtig Laune. Das wäre geschafft, Leute. Wir haben es getan. Die erste Fläche ist bepflanzt. Es war viel Arbeit, aber unsere Bemühungen werden sich auszahlen. Nächstes Jahr wird dieser Teil von Burwood ganz anders aussehen. Erst einmal wird es viel grüner aussehen als jetzt und diese Bäume werden dann schon ausgewachsen sein. Ich kann es kaum erwarten, das zu sehen. Gute Arbeit, Leute. Moment. Ah, hier wollte ich gucken. So. Ja, Event verlassen. So. So, wir hatten als nächstes Tree Planting, Alia und
Ben. Alia. Chocolate Chip Muffins. Mm-hmm. Und Ben. Shiitake und Moral. Okay. Okay. Oh, es regnet. Nice. Dann brauche ich nicht viel machen, sondern kann... Ganzen Haufen Freundschaften geschlossen, weil wir einfach mit denen gesprochen haben. Das ist mega nice. So, ich wollte mal hier oben reingucken. Hat sich hier was geöffnet? Nein, hat nicht. Okay. Ach, verdammt. Ein Shiitake. Den mag Ben. Und dann müssen wir noch Muffins... ich habe kein Geld für Muffins. Was mag die denn noch? Coconuts. Okay, dann gucken wir hier, ob wir hier noch irgendwo einen Shiitake finden. Noch eine Schnecke. Wir brauchen noch einen Shiitake. Zuckerbaumsamen, das ist schon mal nice wieder. Oh. Dann können wir... So. Dann gehen wir eben an den Strand und holen uns Kokosnüsse. Brauchen zwei Stück. Daisy. Vier Tage. Nee. Wieso hängen denn da jetzt keine Kokosnüsse dran? Dann habe ich ja hier zum Glück noch welche. Okay.
Oh, Veranstaltung. Ah, Decock, perfekt. Warum kommst du nicht zur Verkostung heute? Okay. Grün, gelb, rot. Du kannst meinen haben. Ich hatte mehr als genug, während ich sie zubereitet habe. Danke für euer Kommen, Leute. Noah hat mich damit genervt, etwas Neues auf die Speisekarte zu bringen und hier sind wir. Ich habe mir 3 verschiedene Getränkrezepte ausgedacht und ich möchte, dass ihr sie alle probiert. Das beste Getränk kommt auf die Speisekarte. Ich kann es kaum erwarten, Baby. Zu gratis Essen und Trinken sage ich nie nein. Ich bin hier, um auf jeden Fall... Was? Ich bin hier, um auf jeden erdenkliche Art und Weise zu helfen. Also gut, los geht's. Fangen wir mit dem roten Getränk an. Es, irgendwas mit Chili bestimmt. Interessant, interessant. Okay, und jetzt das Gelbe. Ich verstehe, okay. Das grüne Getränk ist das letzte und dann stimmen wir per Handzeichen ab. Müssen wir das wirklich trinken, Liebling? Vielleicht sollte Mama das hier nicht trinken. Hey, es ist gar nicht so schlecht. Nein, nein, ich möchte Frank unterstützen. Mir geht's gut. Ich bin mir sicher, es schmeckt besser, als es aussieht. Alles klar, ich habe sowohl Charles Nummer als auch die von Yuri als Kurzwahlnummer, falls etwas passiert. Oh wow, das schmeckt eindeutig besser, als es aussieht. Du hattest recht, Betty. Ich glaube, das ist gut, Frank. Wir können sogar ein Spiel draus machen. Es sieht so abschreckend aus wie eine Mutprobe oder sogar eine Spinne. Die Touristen werden es lieben. Echt jetzt? Ich dachte, es wäre super. Okay, ich will ehrlich sein. Ich wollte die Speisekarte nicht ändern, die Mama und Papa gemacht haben. Also habe ich absichtlich Zutaten verwendet, von denen ich dachte, sie wären grausig im Drinks. Oh Liebling, du musst das nicht machen. Die Taverne gehört jetzt dir. Mir gehört sie schon lange nicht mehr. Du kannst damit tun und lassen, was du willst. Ali, hallo, hallöle. Ich verteile gerade eine Kokosnuss als Geburtstagsgeschenk. Also bist du genau im richtigen Moment da. Alia, eine Kokosnuss geben. Wow, genau das, was ich brauche, das gefällt mir wirklich sehr gut. Okay. So, und jetzt laufen wir zu Ben und die von dem Pilzer als Geburtstagsgeschenk. Ja. Also ich nicht, ich habe gegen den Baum getreten und die dadurch erhalten. Wie geht's, wie steht's? Hallo Ben. Wow, das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das mir je jemand gemacht hat. Vielen Dank. Das ist das Schönste. Ja, hatten wir ja schon. Ah. Dann gehen wir tauchen, würde ich sagen.
Oh, ein Pomp. So, eine Pom-Pom-Krabbe. So, Müllbeseitigung für Anfänger. Oh mein Gott. Oder machen wir erst... Ich glaube, wir machen erst das da oben. Okay, wir müssen da hoch. Miau. Drei Stück. Oh. Da war ich zu langsam. Du klaust Kokosnüsse. Also das Müllabbauen dauert immer ewig und 3 Tage, das ist übel. Alter. Und zurück. Oh, was habe ich da? Yo, Spieler, ich habe gerade die Rezepte entwickelt. Du solltest damit experimentieren. Nur nimm dich nicht zu viel von diesen braunen Pilzen, okay, Ben? Nice. Das können wir verkaufen. Den Rest können wir behalten.
So, wie ist das Wetter morgen? Sonnig, super. Nice. Das können wir mitnehmen. Die anderen haben wir noch nicht so viele. Und doch. Das weiß ich nicht, die könnte auch einfach am Zocken sein. Das ist alles möglich. Wow. Und der ist noch nicht freigeschaltet, okay. Genau die richtige Einstellung. So. Oh, Manni, ich war vorhin noch mal kurz, ganz kurz in Once Human drin. Man kann heute eine Verteidigung machen. Oder wir machen es Donnerstag, das würde auch gehen. Weil da die neue Saison anfängt. Ja, super. Dann ganz kurz den Kram dann machen und dann einfach wieder in Planet Crafter rein. Ich habe einen gemeinen Seestern erhalten. Aus einer Mülltonne. Jo, okay, das hört sich super an. Komm, mach auf, du Kacklan. Ah,
super. Geoden öffnen. So, und dann können wir wieder Sachen ins Museum schmeißen. So, ab ins Museum. Ach, 45. Noch 5 Stück. Oh, das kann angeboten werden. Das kann auch angeboten werden. Das kann verkauft werden. So. Und ab in Schmer. Oh. Tauchen. Oh Gott, oh Gott. So. Und aufräumen. Alter, ist das nervig. Schimmqualle. Die habe ich noch nicht. Oh, die kann angeboten werden, okay. Truhen sind immer gut. Oh, noch eine Schirmqualle. Die kann man bestimmt gut verkaufen. Was ist das? Sonnenfragment. Okay. Oh, nice. Dann wird das jetzt hier freigeschaltet. Dann brauchen wir nur noch einen Sonnenkristall finden. Cool.
Und weiter aufräumen. Oh. Eine kleine Truhe erhalten. Ich habe Angst, dass hier das hier jetzt genau der Speicherort ist. Gott sei Dank nicht. Ja, wahrscheinlich ist der dann hier unten irgendwo. Eindeutig als nächstes in die Mine rein und dann doch noch mal mehr Kupfer sammeln, um die Sachen zu upgraden. Weil das geht gar nicht. Super. Okay. Die Sonnensteine sollten wir besser aufbewahren, ne? Sauber, damit sind die drei noch freigeschaltet. Ich bin ein wenig schwächlich unterwegs heute. So, damit ich keine Penalty bekomme. Teleport und dann wieder aussortieren. Herzlichen Glückwunsch zum Erhalt der Note 5. Wir haben der Sammlung der Bibliothek ein paar neue Bücher hinzugefügt. Eine eingehende Behandlung zu mystischen Seegras, Geologendossier Elementarhöhlen, Fakten zum Phänomen der vierblättrigen Kleeblätter, der merkwürdige Lotus von Coral Island. Kommt gern jederzeit in der Bibliothek vorbei und genieße unsere Neuzugänge. Okay, nice. Wettervorhersage. Wie sieht's denn morgen aus? Sonnig. Geh ins Bett. So. Oha! Wir haben Rang E erreicht. Neue Samen im Laden, neue Klamotten, neue Bücher, Tieradoption.
1 und 2 Labor, Fruchtpflanzen, Enten und Schafe freigeschaltet. Zusätzliche Stadtbewertung, ein paar Freundschaften, oh Gott. Ey, ja, bei allen. Ja. Hast du schon mal was gebacken? Für mich ist das Gute. Was ist das gut zum Stressabbau? Vielleicht geht das auch für dich. Jedenfalls schicke ich dir ein Mondkuchenrezept, das du zu Hause backen kannst. Probier es aus. Ich habe dich auf der Insel beim Fischen gesehen. Hier hast du ein Rezept für Sashimi. Du kannst jeden Fisch verwenden. In ein paar Tagen eröffnet die Boutique Weißer Flamingo im Herzen von Starlet Town eine Indoor-Boutique. Gerne helfen wir dir dabei, dein nächstes Outfit zusammenzustellen. Automatischer Dünger. Ich habe an Automatisierung und Lebensqualitätgeräten gearbeitet. Sie werden dir die Arbeit auf der Farm erleichtern. Hier ist ein Prototyp davon, der automatische Dünger. Dieses raffinierte Gerät kann an deinen Sprinkler angebracht werden. Und wenn du es mit Dünger gefüllt ist, verteilt es ihn auf umliegender Erde. Ich kann einen Plan anfertigen, wenn du die Materialien für FE bereitstellst. Damit kannst du es mit einfachen Materialien herstellen. Falls du Interesse hast, komm doch im Labor vorbei und sieh dir die anderen Geräte an, von denen ich schon Prototypen gebaut habe. Nice. Wir gucken dann gleich mal bei Link vorbei. Mittwoch. Hat heute jemand Geburtstag? Nee, morgen hat Macy Geburtstag. So. Eigentlich wollte ich an die Mine, aber ich kann auch hier eben alles freischalten. Das ist hängen geblieben. Okay, und dann kommen wir auf die andere Seite und da schalten wir auch noch einen frei. Welche sind das hier müssen? Die drei müssen das dann noch sein. Da ist noch eine weitere Schildkröte. Aber wir tauchen jetzt erstmal auf.
Hast du dir mal das Update von Echo angeschaut, was kommen soll? Das ist krass. Was ist das? El Momento? Ach, das ist eine Krabbe, okay. Hey. Ecke. Okay. Adopted block set. A new tier 1 block set. Pushing hue logs, modern stone. Mortar stone. That's much easier to build. Give a faster start to the game. Painting. You can now mix paints and paint your construction with varieties of tools. Culture of Agriculture. We added a new source for culture agriculture. Creative and beautiful buildings can now earn culture and will give housing benefits to rental properties. Outdoor rooms. Outdoors will now generate housing points, and we've added a number of outdoor items to make decorating your space beautiful and impacting gameplay. Maintenance and repair. We've added a new maintenance that will roll out over several updates. The first part is tool and crafting station, where tools permanently degrade when repaired, and crafting station required replacement compounds. Whoa. The fuck. We are introducing a way to buy cosmetic varieties of, as ways to supplement. Oh, to in the offline play. Ah, okay. Oh. Architektur. Ja, ich habe das gelesen und das hier gesehen. Verdammt. Ja, das ist doch krass. Das hier haben wir ja genau vermisst. Und das sieht wieder übelst aus. Ja, nice. Oh ja, überspielt trifft es gut. Bei mir dasselbe. Aber finde ich nice, dass sie es da zumindest hinzugefügt haben. So, habe ich jetzt 5 Sachen. Gegenstand spenden. Oh, mir fehlt genau einer. Wow.
Viel Spaß mit dem Hund. Oh, ich wollte noch bei Ling vorbeikommen. Ach du Kacke. Wo stellt ihr bitte eure Sachen hin? Dass der ein halbes Blech Kuchen essen kann. Alter. Geht's dem noch gut oder hat's den zerlegt? Ja, wahrscheinlich müsst ihr da mal so Kindersicherung anbringen. Das ist eindeutig Verhalten, das einem Kleinkind entspricht. Ja, mit dem Marienkäfer. Sauber. Ah, cool. Hey, Dickhock, was hast du vor? Ich bin hier, um Gegenstände zu spenden. Sehr schön. Lass sie mich einen Blick drauf werfen, was sie gerade gespendet haben. Ja, ein weiterer großartiger Gegenstand von Dickhock. Hey, Moment mal. Ich glaube, das ist der letzte Gegenstand, den wir brauchen. Ihr habt genug gespendet, damit wird die Pickstart-Kampagne starten können. Oh nein, ich muss so viele Leute anrufen. Ich muss Macy und Millie kontaktieren. Ich muss auch mit Lilly sprechen. Soll ich mit dem Bürgermeister? Oh, ich muss das Museum putzen. Wer kann das am besten putzen? Ich bestimmt nicht. Und dann muss ich... Scott, beruhig dich. Was? Oh, es tut mir so leid. Ich habe nicht gemerkt, dass ich geschrien habe. Lass mich ein paar Mal tief durchatmen. Ein, aus, ein, aus, ho. Sieht so aus, als wäre Charles Meditationsstunden doch ziemlich nützlich. Wie du wahrscheinlich weißt, habe ich eine Menge zu tun, also werde ich mich gleich daran machen. Ich muss mit allen Beteiligten sprechen und die Räder ins Rollen bringen. Wir haben das meistnötige erledigt, aber die Bilder von Macy werden mindestens einen Tag brauchen, denke ich. Vielleicht sogar mehr. Weißt du was, warum schicke ich dir nicht einfach einen Brief, wenn wir bereit sind, die Kampagne zu starten? Ich bin mir sicher, dass du mit anderen Dingen beschäftigt bist und ich habe schon so viel von deiner Zeit in Anspruch genommen. Es gibt so viele Dinge zu tun. Nochmals vielen Dank, Dickhock. Yay! Belohnung in Anspruch. Ah, ich hätte das. Ein grüner Smoothie. So. Das mit der Axt. Ja. So.
Das würde ich machen. Oh, da gehen wir doch einfach mal schlafen. Wettervorhersage? Sonnig. Oh, Schrott können wir machen. Oh, und wir sollten mal ins Gemeinschaftszentrum gucken, ob wir Sachen kaufen können. Weil wir jetzt so viele Punkte haben. Ah, Informationen verbreiten sich auf dem Archibel schnell. Du hast ein Auge für schwer zu besorgende Dinge, während ich seltene Funde liefern kann. Der Leuchtturm, Dienstag, Donnerstag, Freitag, nach Sonnenuntergang. Um Diskretion wird gebeten, Lele. Nice. Gucken, ob ich gleich noch Zuckerrohr. Ich glaube, das macht keinen Sinn mehr, Zuckerrohr noch zu kaufen. Oh. Komm zu leerer Hütte in Wald. Wir verkaufen Gegenstände. Muss ich davon irgendwas spenden? Nein. Aber wir könnten eine Kartoffel verkaufen. Nee, hier. Für die Quest Frühlingsgemüse. So, Kalender. Macy. Was wünscht die sich denn zum Geburtstag? Jo, die ist Alkoholikerin. Haben wir hier irgendwo Potato? Okay, neutral. Rose. Kaktus, Jam, Coffee. Stone Soup. Crystals. Okay, dann müssen wir mal gucken. Tigerschwalbe. Ach, habe ich schon gespendet. So, was hast du denn zu verkaufen? OG Bauernhut. Außerirdische Vogelscheuche. Raps. Kann ich ihr das schenken?
So. Aber wir können ihr aber auch Tulpen schenken. So. Das war Macy, ne? Macy, Macy, Macy. Macy. Am Strand. So. Naja, sieh dir das einer an. Eine Geburtstagslieferung, danke dir. Ich weiß nicht, ob das gut war. Egal. So. Oh, wir wollten noch Gemüse. Wer wollte denn Suki? Wo finde ich denn Suki? Und wer ist Suki? Eva? Kyra? Lenny? Lilly? Pablo? Oliver? Suki? Na, oben. Da ist es hier wahrscheinlich schneller. Da ist Suki, der kann ich dann eben das Geschenk geben. Nicht das Geschenk, sondern Questgegenstand. Danke. Nichts bekommen? Okay. Ich wollte ins Gemeindezentrum. No. Quest. Wir wollen nur nicht gegen die Regeln der Stadt verstoßen. Ich weiß Bescheid, Herr Bürgermeister. Wir wollen ganz sicher keine Unruhe stiften unter, die Kinder, Sam. Ich spreche das nicht gern an, aber Vogelscheuchen als Deko, echtes Sam? In einer Stadt wie dieser sind wir irgendwie fehl am Platz. Mal davon abgesehen, dass wir damit gegen einige unserer Regeln verstoßen. Wenn du das sagst, Herr Bürgermeister. Nun ja, dann bringe ich die Vogelscheuchen weg. Du kannst dich darauf verlassen, dass es hier morgen keine mehr geben wird. Danke, ich weiß es zu schätzen. Vielleicht können wir ja ein anderes Mal über die restlichen Verstöße sprechen. Mit Vergnügen, nenn mir nur einen Tag. Bitte entschuldige mich, ich muss mich um die Vogelscheuche kümmern. Ein Mann, der zu seinem Wort steht. Das ist eine gute Eigenschaft, Sam. Dankeschön. Oh, noch eine Quest. Wir müssen unbedingt die Cornflakes besorgen, die Archie so gern mag, Liebling. Wir haben nicht mehr viele davon. Vielleicht nimmst du gleich mehr, als sie sind ja im Angebot. Mach ich. Ich denke, Yuri hat danach gefragt, aber ich erinnere mich nicht mehr an die Marke, die sie mag. Ich kaufe ihr einfach diese
und noch etwas Süßes, falls es die falschen sind. Bist du dir sicher, dass du den Preis für diese Zimtschnecke nicht senken kannst? Du weißt doch, dass ich in groß für das Gasthaus einkaufe. Und nebenbei bemerkt, wohnst du dort. Wenn du vorhast, regelmäßig so viel davon zu kaufen, dann können wir bestimmt etwas ausmachen, aber ich muss zuerst mit Sam darüber reden, damit auch sicher alles in Ordnung geht. Danke, klingt gut. Hey, was machst du? Das gehört mir. Nein, nein, ich habe zuerst gesehen. Was redest du da? Ich bin zuerst durch die Tür gegangen. Klar, das bist du vielleicht, aber ich war ganz sicher hier genau vor dem Regal und das vor dir. Ha, du und deine begütertes Damenbein niemals. Hä? Du weißt, dass ich mich fit halte, indem ich mich um meinen sehr gesund und ertragreichen Farm kümmere. Nicht wie das, das du vor deinem Haus hast, wie auch immer du diesen Fleck Unkraut nennen willst. Willkommen zurück. Meine Damen, das reicht. Ihr provoziert einen Aufstand. Hier, bitteschön. Ich habe hier hinten noch ein bisschen Amaranth-Mehl gefunden. Das sollte genug für euch beide sein. Schön zu hören, Sam. Wusste ich doch, dass ich mich immer auf dich verlassen kann. Dann nehme ich eine Tüte voll mit diesem Mehl. Okay. Komische Zwischensequenzen. Ja, Beef wegen Mehl. Also, ich weiß ja nicht. So, ich wollte aber ins Stadtzentrum und nicht da rein. Und hier geht die nächste Zwischensequenz los. Nee. So. Einkaufen. Nein, du hast ein Tauchenelixier gekauft. Dein Können in Sachen Tauchen hat zugenommen. Oh, die kann ich alle wegkaufen? Ja, okay. Verhökern wir mal den ganzen Inhalt unserer Sachen hier. Bam, 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 bam. Dann wollen wir noch mal in die Mine gehen. Gewartet, du hast, Menschlein, danke. Viel geschlafen, ich hab nach Zeremonie. Du zur Göttin geh, ich hoffe, du hast gemacht. Ja. Komm, komm, jetzt reden wir werden. Nacht mit Vollmond vor vielen Jahreszeiten. Riesen, ich hab gefunden, gefroren hier in Höhle.
Am Leben sie sind, aber nicht imstande, ich bin sie zu befreien, mächtiger magischer Zauber. Erde, Wasser, Wind, alle hier, aber Feuer nicht hier, verdächtig ist das. Nachforschen, ich will weiter in jedem Schacht, aber großes Hindernis mich auffällt, nicht hinein ich kann. Aber du nach Belieben geht in Erdschacht, ich hab gesehen. Hinweis, warum Riesen erfroren müssen drinne sein. Wenn gehen wieder in Schacht, hilf mir beim Erforschen, machst du? Wenn ich finde etwas, ich kann spüren und komm hierher. Nice. Und befreie den Erdriesen. Wow, beim ersten Schlag. Schleun. Oh. Oh, Silbererz. Ein Juwel. Ah. Noch mehr. So. Ey. Wie geil sieht der denn aus? Viel zu viele Steine. Okay. Und jetzt wieder beschweren und den nächsten. Ach, sag ich doch. Erze. Und weiter runter. Da oben sind wieder Erste, die brauchen wir. Nee, so. Ding, dong, 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 dong. Also das nenne ich mal Grind. 30, Gott sei Dank. Ich glaube, das geht bis 50 oder so.
Stacheln. Wow. So, aber morgen sollten wir genügend Geld haben, um die Sichel zu upgraden. Nice. Nussiger Saft, okay. Wettervorhersage. Morgen soll es sonnig sein. Schön. Tauchen, Fertigkeitspunkt, Kampf, weiter, 1800, nice. So, 26. Da ist noch nichts frei. Da hat keiner Geburtstag, so. Wrestling. Sieht so aus, als wärst du bereit dafür, dass eine Mayonnaise-Maschine. Gib einfach ein Ei in dieses Dingsbums und es macht Mayonnaise. Du hast gerade ein handwerkliches Produkt hergestellt. Handwerkliche Produkte werden mit handwerklichen Maschinen hergestellt und bringen einen guten Gewinn. Tolle Geräte für eine Farm, hörst du? Okay. Dickock, gute Neuigkeiten. Wir sind bereit, unsere Kickstarter-Kampagne zu öffnen, aber ohne dich können wir das nicht. Komm im Museum vorbei, dann starten wir gemeinsam. Auf zum Museum. Okay, dann wässern wir noch eben die Sachen. So. Wir sollten Holz noch mitnehmen. Hallo. Hey, Dickock, schön dich hier zu sehen. Wir warten alle, bis Gott da ist. Das ist eine wirklich schlechte Angewohnheit von ihm.
Sehe sich das mal einer an. Alle sind da. Hallo. Naja, fast alle. Ich habe auch Lili eingeladen. Sie meinte, sie wird mal schauen, aber dass es sehr unwahrscheinlich wäre, dass sie kommt. Schade, dass sie nicht hier ist, aber was will man machen? Ich bin immer noch nicht sicher, warum ich hier bin oder ob dieses... Wie hast du es genannt? Schlecksparer? Pickstarter, Bürgermeister. Sag ich doch, Schlicksparer. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Idee funktionieren wird. Du sagst, andere Leute werden uns Geld geben, um das Museum zu bauen. Aber warum sollten sich andere Leute für unser kleines Museum interessieren? Es ist doch so klein. Du unterschätzt die Macht des Crowdfunding, Herr Bürgermeister. Es gibt tonnenweise erfolgreiche Kampagnen und diese hier wird eine davon sein. Ich verstehe es immer noch nicht, aber ich vertraue dir einfach. Man kann ihnen doch trauen, nicht wahr? Ja, Bürgermeister, ich habe mir das alles persönlich angeschaut und recherchiert. Es sollte für uns relativ risikolos sein. Wir haben ohnehin bereits ein erweitertes Museum erreicht, aber falls diese Kampagne erfolgreich ist, können wir es noch besser machen, als der ursprüngliche Plan vorsieht. Wir haben ohnehin bereits ein erweitertes Museum vorsieht, ja. Wenn diese Kampagne erfolgreich sein wird. Gut, bleibt ja nur noch eins, Zeit, die Kampagne offiziell zu starten. Macy, würdest du diesen wichtigen Moment bitte festhalten? Wird gemacht. Okay, alle zusammenrücken. Und 3, 2, 1, lächeln. Also gut, los geht's. Na also, wir sind live. Jetzt müssen wir nur noch zurücklehnen, eine Woche lang warten und sehen, was wir haben. Vielen Dank für deine Hilfe, Decock. Das bedeutet aber nicht, dass du aufhören solltest, für das Museum zu spenden. Wir freuen uns über alles, was du für uns hast. Schön. So. Okay. So, komm, öffne dich.
Open, 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 open. Ich will meine Sichel updaten. Ah, sauber. Ich glaube, ich habe eine Nachricht. So, Werkzeug aufwerten. Eine Sichel. Aufwerten. Yes. So. Und dann hätten wir eigentlich in die Mine gekonnt. Freitag war doch... Hatte heute jemand Geburtstag? Nee, Samstag hat jemand. Was kostet hier eigentlich? Einkaufen. Hier können wir Holz, Stein kaufen und einen Kalender. Hausaufwertung. Holz, Stein, Bronzebarren und 5000 Münzen. Okay. So. Ja, habe ich gelesen. Ich kann es nur nicht kommentieren, weil ich nicht glaube, dass es stimmt. Fledermausflügel, nice. Davon brauchten wir auch noch 5 Stück. Ja, aber wenn die Internetseite nicht legit ist, glaube ich nicht, dass die Aussage da stimmt. Und ich kann es halt nicht verifizieren, aber die Summe scheint mir viel zu hoch zu sein. Sauber. Ab nach unten. Und wieder.
Okay, da geht's runter. Ist hier noch irgendwas? Nabend, nein, ich bin bei AMD. Ich habe gelesen, dass du aktuell dir Sorgen machen musst, dass dein CPU gegrillt wird und du dann noch nicht mal Anspruch auf Garantie hast. Ach so. Nee. Ich glaube, wir sind. Das höchste ist aktuell bei uns die 12. Generation. Also da haben wir Schwein gehabt. Ja, da muss ich auch noch ran. Und zwar muss ich noch das Skript fertig schreiben, das das automatisch macht. Stell dir mal vor, deine hat einen Schaden und du machst das BIOS-Update. Was für Auswirkungen hat denn dit? Weil dit hatte ich nicht so genau durchgelesen. Es senkt die Spannung? Also da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich so ein erfolgreiches Ergebnis dann sein wird. Oh mein Gott. Das ist ja schon wieder maximal dumm. Also frittiert sich wirklich der CPU von selbst und fängt dann an zu rosten und... Oh Gott. Ja, also, oh Gott. Was eine Scheiße, das kannst du echt nicht erzählen. Und dann sagt Intel, ja, damit haben wir es gelöst. Psst. Komm her. Psst. Komm her, Süße, ich tu dir nicht weh. Ein Hund. Sehr gut. Dieses Hündchen ist nicht gefährlich. Ach was, du suchst nur nach einem guten Zuhause, nicht wahr? Sie sind lecker, versprochen. Probier ein paar.
brave Sündchen. Du hast eine harte Zeit, nicht wahr? Wie lange hast du in der Wildnis gelebt? Du hast Glück. Ich hab genau das richtige Plätzchen für dich. Wir behalten dich im Tierheim, bis wir ein gutes Zuhause für dich finden. Wie klingt das? Dachte ich mir doch, dass dir das gefällt. Komm schon, du kannst heute Nacht bei mir bleiben. Ich mach dich mal sauber. Dieses kleine Ding. Nein, sie ist ganz süß. Das sehe ich an ihren Augen. Ich mag Hunde. Sie sind einfach so voller Leben und Glückseligkeit. Du weißt schon, ich verbringe meine Tage in den Höhlen. Es ist eine Ehre, diese Stadt vor den Monstern zu verteidigen, die sie heimsuchen. Aber nach einer Weile, nun ja, es kann einen belasten, diese Nacht mit der Monsterjagd. Ich brauche einen Ausgleich in meinem Leben und die freiwillige Arbeit im Tierheim, den Streunern auf den richtigen Weg zu helfen, das hilft mir wirklich dabei, auch meine zu finden. So verliere ich nicht den Verstand. Das ist für beide Seiten ein Gewinn, nicht wahr, mein Mädchen? Das habe ich mir gedacht. Geh nach Hause, Gartenhake. Oh. Und Mark war nie wieder gesehen. So. Das heißt, die ganzen CPUs sterben. Ja, so hört sich das nämlich an. Das ist doch ein absoluter Marketing-GAU, oder nicht? Dann denken sich doch die Privatanwender, zum Beispiel ich, warum sollte ich irgendwas noch mit Intel kaufen, zum einen, und zum anderen sollte ich Intel vielleicht überhaupt auf der Arbeit einsetzen oder dann doch eher auf AMD gehen? Oh, es regnet morgen sauber. Ja. Also, das ist absolute Katastrophe. 3 bis 7 Jahre, Bronzesense-Aufwertung ist abgeschlossen. Das kannst du doch echt niemandem erzählen. Oh Gott. Ich glaube es nicht. Wir haben tatsächlich in nur einem Tag unser Pixar-Ziel erreicht. Oh Mann, das ist einfach so aufregend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es so schnell erreichen. Da wir so schnell an unserem Ziel angekommen sind, erweitern wir die Kampagne um ein paar Stretch-Goals. Hauptsächlich wird unser Museum größer, grandioser als ursprünglich geplant. Aber darüber muss ich erst mit Bürgermeister Connor und Millie sprechen. Ich melde mich später nochmal. Nice. So. Witzigerweise, auf der Seite von Heise war da drunter Werbung für AMD-CPUs. es ist ein absoluter Mayhem und... Also, da musst du ja Schiss haben. Und dich wundern, warum dein PC so am Abfracken ist oder dein Server. Und dann hast du sowas. Weil einfach da irgendwas im Hintergrund am Brutzeln ist. Und du kannst es ja noch nicht mal überprüfen. Wie willst du rausfinden, ob dein CPU am Arsch ist?
Ah, okay. Ja, aber trotzdem. Woher kriegst du den Ersatz? Ja. Aber willst du deinen Server für mehrere Tage bzw. Wochen ausschalten, damit du die CPU ausbauen kannst und dann den Leuten zuschicken kannst, damit du eine Ersatz-CPU bekommst? Wieso würdest du denn BIOS-Updates nicht selber machen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist mir... Oh. Verflixt, Dickhawk. Was für ein Tag, was? Ich bin gerade vorbeigekommen und hab dich hier draußen gesehen. Oh, Dufte, du scheinst den Regen zu genießen. Ich mag ihn auch. Der Regen ist in gewisser Weise der Beginn alles Lebens. Oh Gott. Nach dem Regen sieht alles so frisch und neu aus. Wieso haut die Kuh ab? Wow, wow, meine Kuh, Moment. Einige Minuten später. Wow, das war mal was Neues. Ich hatte noch nie eine Kuh, die so von der Scheune weggelaufen ist. Sie war wahrscheinlich verwirrt. Der Regen hat großen Einfluss auf die Tiere. Wo waren wir? Also ich wollte gerade sagen, schon gleich gar nicht, wenn die CPU 600 Euro kostet. Also da muss ich Zuschauer zustimmen, da würde ich erst recht aus meinem eigenen Sicherheitsbedenken... Und weil ich Händlern dahingehend eher weniger vertraue, würde ich selbst das Update machen. Definitiv. Und je nach Situation, wenn ich nicht weiß, was das für ein Stromkreis zum Beispiel ist, hole ich mir von der Firma eine USV und mache das dann selbst. So. Ja, also Vorgang ist Konfiguration backuppen, zurücksetzen vom USB-Stick und nie unter Windows flashen. Ja. Nee, weiß ich nicht. So, hatte nicht Pablo Geburtstag?
So. Nee, zerbröselt habe ich auch noch keine. Oder? Vielleicht als ich 12 war, habe ich eine geschrotet. Vielen Dank für das Geburtstagsgeschenk. Ja, und nochmal vielen Dank. Ja, das deaktiviere ich immer. Über Windows-Updates mag ich das auch nicht. Ich will das selbst planen. Vor allem auf der Arbeit will ich das, will ich das selbst planen. Da lasse ich das aber auch über Skripte laufen. Nö. BIOS hält sich eigentlich in Grenzen. Vor allem bei den heutigen Boards mit dem Flashback und. Also, ich würde echt sagen, seit 20 Jahren habe ich keine Probleme mit irgendwelchen BIOS-Updates. Genau, auf der Arbeit habe ich das Management. Und dazu kommt noch, dass ich würde jetzt schon fast sagen, mittlerweile in meinem Leben 4.000-5.000 BIOS-Flashes durchgeführt habe. Bis jetzt, die Fehlerquote ist ein Rechner mit 12 Jahren. Deswegen, jo. Also deswegen sehe ich da absolut keine Problematik drin. Solange man weiß, was man tut, auf jeden Fall. Ja. Also das mache ich auch konstant. Also ich versuche auch immer alles auf aktuellem Stand zu halten und... Ja. Aber da fällt mir jetzt auch nichts zu ein. Also ich habe schon Firmwares für BIOS und Firmware für Telefone geflasht. Für irgendwelche Smart Home Sachen mit eine serielle Schnittstelle draufgeladen. Das Schlimmste, was ich bis jetzt gemacht habe, war EEPROMs flashen für meinen ehemaligen Job. Ah. Wir haben mit einem Flasher die EEPROMs geflasht und dann in die Anlagen eingebaut. Also das ging auch klar. Ich kann mir wirklich Schlimmeres vorstellen als Flashen. Nee. Deswegen, das war... Das konnte sogar ich mit 16 Jahren. Oder war ich da 15? Es kann auch sein, dass ich da 15 war.
weiter Müll kaputt machen. Oh. Okay, das hatte ich auch noch nicht. Ich habe es nur gesehen, wie jemand einen Prom in die Luft gesprengt hat, weil er den verkehrt rum eingebaut hat. Das war eine sehr lustige Erfahrung. Mal Amarant? Ne, Arame. Okay, was ist denn Arame? Alter, wo sind denn diese Sonnenkerne? Ja, oder das. Aber das ist auch schon wieder Ewigkeiten her. Und mittlerweile, ich glaube, die meisten Sachen, die ich flashe, mache ich hier over the air. Das funktioniert auch richtig gut. Guten Nacht, Manni. Und dann bis morgen. So. Ja, hier schimmelt alles. Also besonders der Fußboden hier. Vor allem jetzt fehlt noch einer. Oh, kann ich hier lang? Nee. Oh, zum Tauchen ist es zu spät. Verdammt.
So. Wie wird denn das Wetter? Warum kommt die Sonne raus? Es wird wolkenlos. Pablo. Nächsten Tag. So, aber da würde ich die... Speicherchance jetzt nutzen. Da wir jetzt gespeichert haben. Und für heute dann Feierabend machen. Und dann spielen wir die Tage weiter. Ich denke mal irgendwie... Mittwoch? Mittwoch, ja, denke ich mal. Und ja, das Ziel ist es, hier noch weiterzukommen. Hier unten im Meer den hier abzuschließen. Da, das müssen wir noch wahrnehmen, deswegen zeigt er hier zwar 20 an, aber wir haben noch keine 20. Und dann geht es hier eigentlich überall weiter. Bis hier hinten irgendwann. Und dann auch noch durch die Mine durchgehen, die Leute weiter begrüßen und alle möglichen Sachen zum Geburtstag schenken. Ja, aber morgen auf jeden Fall, oh Gott, ja, morgen auf jeden Fall dann mit Manni zusammen wieder betreutes Spielen. Da spielen wir dann auf jeden Fall Planet Crafter. Und da gucken wir mal, wie wir das alles machen und. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen so richtig. Aber für heute ist auf jeden Fall Schluss. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf gut. Träumt was Schönes. Erholt euch gut. Weil ich muss heute definitiv viel früher schlafen gehen. Nicht erst in 4 Stunden oder so, sondern jetzt vielleicht mal demnächst. Und dann... Bis morgen, bis Brokkoli, auf Wiedersehen, hauen Sie rein, tschüss und dann bis morgen, 18 Uhr, ciao.